ist Knick und hat 28 Tonnuch. Das Mundstück besteht aus zwei dünnen Schilfblättchen, die beim Durchblasen die Luft zum Schwingen bringen. Das Fagott kommt als Soloinstrument zum Einsatz, aber natürlich auch im Ensemble, in der Blasmusik, im klassischen Orchester oder in einer Pop- und Jazzband. Übrigens, du musst nicht warten, bis du so gross bist wie ich. Es gibt auch Kinderfagott in verschiedenen Grössen.